Heides Gons in dem Let's Build zu PV5 in der 1.10. Ich bin hier mit der Zunker. Und hier könnt ihr schon die Kanonen sehen, die wir dafür verwenden werden. Ja, PV4 kam ja so ungefähr kurz in den Sommerferien und PV5 dürfte dann auch so kurz vor den Herbstferien kommen, aber ich habe ja schon bereits erwähnt, dass es in der 1.10 ist und da gibt es nicht nur eine kleine Sache, und zwar jetzt wieder alle rumhängen, oh mein Gott, er bringt 1.10 Kanonen. Dieses Woche wird es erst zum Download geben, beziehungsweise diese Show wird erst kommen, wenn die 1.10 auf Play Planet ist, und ich werde dann auch probieren, dass es auf Play Planet auch public wird, im Gegensatz zu anderen Wargames von mir. Ja, und das sind die vier Kanonen, die kann ich euch jetzt erstmal zeigen. Hier war schon eine Aufteilung. Und es wird jetzt wahrscheinlich einmal pro Woche immer mittwochs kommen. Ja, wir fangen hier erstmal an. Das ist eine 32er Einklickstich. Hier. Dann gehen wir mal, machen wir unten weiter. Das hier ist eine 24er Lupfkanone. Also die kann man unten einbauen. 24er. Dann hier oben noch die nächste Kanone. Das ist eine 24er Arti. Hat ja auch eine Artischild-Kill zum Ein- und Ausschalten, also wie auch die aus PV4, hat einen Shot. Hat auch, glaube ich, 6 Blöcke Dachpanzerung oder so, oder 5, 4. Ja, und das ist dann noch die letzte Kanone. Das hier ist noch ein Mörser. Auch hier kann man ja schon einfach Mörser-Modus umschalten. Wir haben uns auch schon eine Kanonenaufteilung überlegt, also wir fangen erst an, mit der linken Hälfte zu bauen. Azunga fängt gerade schon an, die ersten Sachen reinzupasten. Und zwar wird es dann unten erstmal 3 Stichkanonen bekommen und 2 Lupfs. In die Mitte bekommt es auch nochmal 2 Stichs. Und oben bekommt es 3 Mörser und 2 Artis. Und noch natürlich noch ein Artischild. Und die Brücke wird dann auch in die Mitte gebaut. Auf Höhenangabe Mitte und dann auch Mitte. Ja, und dann fange ich jetzt auch schon mal an, die Artis jetzt erstmal reinzupasten. Wie wir es dann mit den Gängen machen, schauen wir dann später. So. Und außerdem haben wir auch noch vor, so einen Aufzug, also 2 Aufzüge einzubauen, den könnt ihr hier sehen. Ich glaube, die dürft ihr kennen. Du musst einfach hier immer auf den Knopf drücken und dann geht es so schön schnell nach oben. Hier kann ich mal machen. Dann geht es dann schön schnell nach oben, das ist einfach auch vor einzubauen. Ja, aber ich baue jetzt erstmal hier die Arti ein. Ich muss gerade mal selbst gucken, wo ich die kopiert habe. Nee, ist doch falsch. Andere Seite. Ja. Ja, wie gesagt, das wird jetzt so wahrscheinlich über mehrere Wochen gehen, ich weiß selbst noch nicht, wie lange das insgesamt dauern wird. Und dann wird es halt natürlich im Let's Show, und wenn PP auf der 1.10 ist, kommt ein Download. Oder natürlich, wenn ihr es dann wahrscheinlich auch als Public in der 1.10 auf Play Planet benutzen, werde ich es auf jeden Fall dann einreichen. Ja, hier ist der Mörser, den werde ich jetzt erstmal reinbauen. Und die Folgen werden also ungefähr so um die 20 Minuten lang gehen. Azunga, du hast schon die untersten, oder? Ja, hast du. So. Ne, es ist schon wieder falsch rum. So. Ja, hier haben wir den Mörser, der natürlich jetzt gerade noch dezent zu hoch ist. Wir machen den natürlich noch ein Stückchen nach unten. Keine Ahnung. Vielleicht so ist es ungefähr mit der Arti ungefähr hinkommen, dass natürlich noch ein Arti-Schild drüber passt. Ja, die brauche ich noch, den Mörser mache ich nochmal mindestens 2 oder 3 Blöcke weiter oben. Das ist dann auf derselben Höhe, wie die Arti ist. So. Ja, und also auf jeden Fall, wenn euch das gefällt, dass wir ein 1.10 Wolkenlets mitmachen, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Oder falls ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt, also wir werden es jetzt nicht alles am Stück aufnehmen, was noch in dieses Wolkenlets soll, was für technische Funktionen etc., könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich mache sogar den Mörser noch einen Block weiter oben, dann passt das genau mit der Arti her. Na, kopiere ich mir das Teil gerade nochmal. Ja, und es wird dann wahrscheinlich, also bis jetzt, es gibt noch kein 1.10 Public Video auf YouTube, was es auch richtig zum Download gibt. Deswegen können es gleich das erste werden. Mal gucken, wann es fertig wird. So, paste mir das Teil. Also, war es noch ein Block weiter oben oder habe ich jetzt schon wieder gefailt? Nee, es passt. Dann kann man nämlich hier schön den Gang verlegen, weil hier geht es immer so eins runter für die Artis und dann sind die alle auf einer Höhe. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Da haben wir oben auch noch. Ja, hier sind locker auch noch Platz für ein Artischild. Das passt ohne Probleme. Ah, da ist schön die andere reingepastet. Guter Zunker. Ne, ein Block weiter außen noch. Ich mache gerade eins rüber. Ja, hier ist aber auch noch 3 Abstand.
Ja, ich weiß, aber hier hast du 2 Abstand. Oh, warte, ich hab's nicht. Ja, alles gut, ich mach's grad. Ich ändere es gerade. So. Ja, aber vielleicht, wenn das hier das fertig ist, könnt ihr auch jetzt auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir nochmal ein zweites Sitzbild. Also ich werde auf jeden Fall erstmal kein Tier 3 Warrior raushauen, weil ich finde, ein Pro-Warrior mit SFAs auf jeden Fall erstmal nicht. Aber vielleicht ein Tier 1 Warrior, also ein Mini-Warrior, könnte ich mir echt überlegen, auch rauszubringen. So, jetzt habe ich hier gerade einmal die Hebel befestigt. Ich mache hier auch gerade schon mal den kompletten Gang fertig. So. Und dann hole ich auch gerade schon mal den Aufzug. Aber ich will jetzt einfach nur das untere Teil. Da wird natürlich gleich nochmal die Farbe später geändert. Ich will jetzt einfach mal hier diesen Part hier. Und dann schauen wir mal, wie der am besten reinpasst. Weil die Aufzüge sind echt eigentlich ziemlich schnell. Ja, und die Eingänge werden dann wahrscheinlich hier so außen reinkommen. Ja, Zunga, wo wollen wir dann den Aufzug hier eher weiter außen machen oder eher weiter innen? Oh, und du hast die anderen Mörser weggemacht. Ich weiß. Na, ich base mir die nochmal hier hinten kurz hin. Und dann mache ich dann den Mörser schnell wieder hin. Ah, ne, hast du schon wieder gemacht. Gut. Ja, wir müssen gucken, dass sich das auch nicht, weil ja noch Kanonentechnik ist, dass sich das nicht mit dem Redstone verbindet. Das ist eigentlich ganz gut, da können wir hier außen Leiter machen und gegenüber gleich die Aufzüge. Aber müssen die ja weiter vorne sitzen, wegen dem Redstone, oder? Wahrscheinlich schon, weil hier ja, sind... Ja, mach mal. Ja, so auf die... Achso, hier ist noch vom... Ah, nee, ist ein... Achso, warte, ja, hier müsste es ungefähr so sein, ich schau grad mal. Muss ich jetzt wieder schauen, wo ich den kopiert habe. Hier... Ja, das. So, dann machen wir den noch weiter nach vorne. Das darf es natürlich nicht bauen, also machen wir ihn hier dahin. Weil diese Aufzüge sind zwar so von der Microflogik ein bisschen unlogisch mit den Pistons, aber die sind echt ziemlich praktisch. Ja, so und dann noch ein Stück höher, damit das hier vom Weg genau her passt. Und dann dürfte das eigentlich hinkommen, oder? Ja. Ich mache das hier einmal. Nee, okay, so. Jetzt schaue ich gerade nochmal, ob das Redstone sich hier irgendwie verbindet. Nein, es passt. Nice. Ich mache nochmal Game Mode 1, weil Game Mode 3 ist echt ziemlich praktisch. So. Dann ist es hier so mal kurz einen sehr exquisiten Weg nach hinten natürlich. Jetzt mal wieder gucken, wo ich es kopiert habe. Dann schauen wir noch, ob sich da wirklich nichts verbindet im Game Mode 3. Nein, da passiert gar nichts. Geht sogar. Ne, müsste nicht noch ein. Doch, das Teil könnten wir sogar noch einen Block theoretisch weiter nach vorne, oder? Ach nee. Mist, wegen dem Mörser. Hier. So, in dem Mörser machen wir jetzt nochmal einzeln nach außen, damit es mit dem Aufzug besser passt. Und wir benutzen natürlich nicht den Move-Befehl. Keiner mag ihn. So, ja, das dürfte passen. Dann können wir den Aufzug hier nämlich dann wahrscheinlich ganz nach oben ziehen. Ja, das passt ja schon mal von der Höhe her. Können wir hier einfach dann einen Gang nach hinten machen. Warte, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas am Delay verstellt. Nice. Warte, hier habe ich... Aber hier habe ich das hier verstellt. Nehmen wir nur auf die andere Seite natürlich. Ah, 1 und 2 Tick, okay. So. Dann geht jetzt einfach dann der Gang später mal nach vorne. Mal gucken, ob es geht. Ja, bis jetzt passt das sehr gut. So, und das können wir jetzt einfach hier nach oben kopieren. Wenn ihr wollt, wenn ihr diesen Aufzug auch haben wollt, der ist echt ziemlich kompakt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch den Download-Link dazu in die Beschreibung packen, falls ihr den haben wollt. Und das Teil stecke ich jetzt einfach mal ein Stück nach oben. So, ich mache jetzt kurz auch nochmal einen Weg nach vorne. Ich mache einmal 7. Okay, hier muss dann 1. Okay. Dann brauchen wir diese Ebene hier nicht mehr, das reicht. Okay, damit kommt er dann wirklich ziemlich schnell wieder nach oben. Ey, Azunga, ich schließe gerade auch gleich schon mal die ganzen Ebenen dafür an. Mhm. Und ich replace den gerade mal mit Endstone, danach können wir nur die Sachen dann färben. So, die nächste Ebene ist hier dann. Ja, haben wir hier so einfach. Hier ist dann eins da oben, oder damit man hier die Technik nicht so sieht, ist der jetzt Gang einfach eins weiter außen. So, machen wir, keine Ahnung. Soll es hier gleich runtergehen? Ja, ich meine, das ist dann
Oder noch zwei nach vorne oder vier nach vorne. Ja, mal vier nach vorne und dann geht's hier zwei nach unten. Oder nicht, mach's doch lieber. Ja, so passt es. Und dann können wir hier auch schöne Lampen reinmachen. Das Design der Gänge machen wir eh später. Dann machen wir das hier jetzt schon mal. Auch das Gangdesign werden wir später natürlich nochmal anpassen. Das wird jetzt erstmal hier nochmal dieses. Azunga, was ist da gerade gepastet? Treppenhaus, ne? Ja. Okay, er ist schon falsch, hast du schon? Okay, das ist nice. Ich bin gerade nur gewundert, was da genau kam. So. Passen wir jetzt schon mal. Also, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal das normale Gangdesign mit der grauen Wolle und das machen wir dann. So ist die Ebene später auch eine andere Farbe haben. Das wird dann alles noch schön angepasst. So, machen wir jetzt hier einfach mal nach vorne. Ja, man kann auch nochmal erwähnen, das ist das erste in Public von mir ist, was auch wirklich so eine Bezeichnung hat. Also klar, Speedbuild und das krasseste Public ever, das V4,5 hatten auch keine MGs, aber sonst ist das erste Public von mir, was keine MGs hat. Weil bis jetzt alle ja. PV1 bis PV4 hatten alle MGs. Aber da will ich in der 1.10 halt nochmal ein bisschen warten, weil die Kanonen für die 1.10 echt nicht gerade schlecht sind. Und da bauen wir lieber erstmal keine MGs ein. So, machen wir schon wieder die Slapdecke und die Brücke bauen wir dann hier auf der Ebene ein, oder? Auf der Höhe der Stichs, genau. Stichsmörser. Hier ist beschriften wir auch alles, damit da auch Anfänger gut mit klarkommen. Aber das ist dann eher so die Ausschmückung, das kommt dann ganz am Ende. So, führen wir diesen Gang einfach nochmal weiter. Ich brauche gerade nochmal graue Wolle. Hier haben wir sie. Ja, und das PV, weil bis jetzt ja PV2, V3 und V4 habe ich ja so normal gebaut. Aber PV1 ist ja echt schon übelst lange her. Das habe ich auch im letzten Bild gebaut. Das war sogar fast vor genau einem Jahr als 100 Abo Special. Und ja, also hier kommt dann die Brücke hin. Also ja, genau, vor einem Jahr kam es schon. Let's Build, weil sonst habe ich ja noch nie ein Wargates Build gemacht, aber so ein Tier 1 Let's Build könnte ich mir echt noch vorstellen. Aber natürlich werden wir jetzt erstmal mit dem einen fertig. Ich würde schon sagen, das ist locker so, so keine Ahnung. Azunga, was denkst du, wie viele Folgen wir brauchen werden? Nicht allzu viel, glaube ich. Ja, schon mal wieder. Ich glaube beim anderen hatte ich glaube ich 8 oder 9 Episoden. So, hier mache ich jetzt einfach schon mal den Gang. Und hier kann man ja vielleicht so eine Glaswand nach hinten raus machen, das sehen wir dann. Jetzt hier haben wir erstmal einen ganz normalen Gang. Graue Wolle habe ich hier. Nice. Ja, und also auch die Kanone, die wird es erstmal wahrscheinlich nicht einzeln Download geben. Aber dann später, wenn PP auf der 1.10 ist mit dem Wargear und auch. Ich habe selbst auch keine Ahnung, wann PP auf die 1.10 ist. Ich bin auch selbst mal gespannt, aber ich glaube, wir dürften locker damit bis dahin fertig werden, oder? Ja. Oder sagen wir, wenn PP bis Weihnachten nicht auf die 1.10 ist, bekommt ihr es gegen Weihnachten. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, PP, ich glaube an dich, dass ihr bis dann auf die 1.10 geht. Aber es ist alles Wunschdenken. So. Ja, man kann ja hoffen. Ja, wir hoffen. So, ja, hier bei der Aufzug machen wir unten mal weiter. So. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wann PP auf die 1.10 wechselt. Gar nicht, ja. Oder ich kann mal oben mit der Infokarte eine Umfrage reinmachen, kann ich mir dann überlegen. So. Achso, Stoplag ist ja an. Ich überlege, warum der Aufzug nicht geht und Stoplag ist an. Nice. Ja, kannst Stoplag anlassen. Aber. So, wir brauchen jetzt hier nochmal. Ach, Kaubol habe ich ja schon. Nice. Was? Ach, keine Ahnung. Achso, auch Stoplag ist ja an. Das war praktisch. Ja, hier immer schön die Gänge färben, das ist sehr wichtig. Ah, 159.9 war das so. Also natürlich Panzer, weil ich dann wahrscheinlich in. Wenn das kommen wird, würde es dann wahrscheinlich einfach als Zeitraffer gemacht werden. Aber soweit sind wir jetzt noch kein bisschen. Ja, so, sieht eigentlich nicht schlecht aus, den Aufzug. Hier haben wir alle. Die Leiter machen wir noch eins nach unten. Ja, haben hier den Aufgang schön. Dann machen wir hier nochmal Leitern. So. Ah, nee, ich bin schon auf dem Dach.
Aber wenn, sollten wir es schon einheitlich machen, überall Leitern und nicht irgendwie an manchen Stellen, wie heißen die Teile? Ranken. Was? Ja, diese Ranken. Achso, ja gut, wir machen überall Leitern. Muss man sonst auch keine Abgrenzung setzen, dass sie ja, irgendwo hinsatz. Ja, okay, so. Ich höre jetzt mal, so von Artischen haben wir echt locker genug Platz dann. Hier, schauen wir mal. Nehmen wir mal hier durch hier. Machen wir einfach alles nochmal ein bisschen schöner. Muss hier alles schön sein. Ja, auch den Schaden, die die Kanonen machen werden, werden die natürlich auch im... Also, wenn das letztendlich... Ich werde wahrscheinlich vorher nochmal einen Beschusstest machen, so in einer der letzten Folgen. Da werden die das dann auch sehen. Und dann schließen wir gerade nochmal hier die oberste Ebene des Aufzugs an. Brauchst du gerade Stopleg oder? Also ich brauch's gerade nicht. Nee, gerade nicht. Ah nee, warte, ist hier noch eins höher. Was machst du gerade? Aber aufs Dach fehlt der Aufzug nicht, oder? Nö, das ist unnötig. Ja, mit dem Artischild ist es schlecht. Ja, lassen wir es einfach. Ah, praktisch kann ich mir einfach gerade mal schnell die Sachen klauen. So, jetzt brauche ich wieder Stop. ja, einfach aus Prinzip. Buddy disconnected from your channel. Wer war das jetzt? Ja, egal. Also, jetzt brauche ich keine Lampen mehr, jetzt brauche ich wieder schöne Teppiche. Ach, du hörst uns, stimmt, ja. Gehst du eigentlich noch so durch den Teppich? Azunga, weißt du, ob das auch durch den Teppich noch durchgeht? Ich schaue einfach gerade mal. Mit dem Aufzug, nein. Also ist das Stopleck an. ja, mit dem Aufzug geht es nicht. Nicht, okay. Keine Ahnung was, die hat Zucker braucht anscheinend, also lass es an. Ja, kannst du ausmachen. Oder machst du, ja, oder so. Nee, ich brauch's doch wieder kurz. ja, also Stopleck ist natürlich, der beste Befehl. Ja, oder hier gehen wir auch gerade mal so rum. Und ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, also wie viel ihr schon für die 1.10 entwickelt habt oder ob ihr auch überhaupt schon etwas für die 1.10 entwickelt habt. Kann man auch mal so fragen, aber hier. Wir sind eigentlich sogar schon relativ weit. Technik im Gang. Technik im Gang, ja, Bann, oder? Mindestens. Ist Doppelig jetzt eigentlich an? Nee, ist aus, okay. Ist aus. Ach, wie wir alle Hebel fehlen bei diesem Scheiß, Alter. Ja, ich habe nichts mit zu tun. Beschwerden bitte an Esbinder. Okay. Was ist nochmal graue Wolle 35,7, oder? Ja, passt. Nee, geil. Geht gar nicht. So, hier runter. Ja, dann ist das wieder 159,9. Oh, das müssen wir auch nochmal alles replacen, dass es alles schön aussieht. Immer wichtig, alles schön replacen. So, oh. Hier auch. Weil ja kein Endstone. Ja, so Endstone. Ja, oder natürlich kann man auch. Produkte aus China hier. Ja, oder natürlich kann man auch Endziegel einbauen, das ist natürlich der beste Block. Ja, klar, gleicher TNT-Widerstand wie Endstone, habe ich gehört. Ja, klar, doch. Nicht. also, an alle, die das noch glauben, Endsteinziegel oder wie dieser Block auch heißt, hat nicht denselben TNT-Widerstand wie Endstone, sondern viel weniger. Ja, ich glaube, weniger auch als Stein oder so. Okay, das ist dezent peinlich. So wie die Leute, die früher geglaubt haben, dass Quarz. Komplett hart wäre. Ja, stimmt. Stimmt, früher war es. Ja, war es echt so. Quarz-Wargis sind dann halt schon Opfer. ja, Quarz hat ja abnormal wenig den TNT-Widerstand. Hm. Boah, das müssen wir erst mit den Aufzug testen. Bringt er dich ans Ziel? Hi. Ja, schön angenehm schnell. Im Gegensatz zu einer Leiter. Ja. Aber wir müssen noch irgendwie was einbauen, dass man auch in der mittleren Ebene aussteigen kann. Geht mich aktuell nicht. Achso, ja, müssen wir einfach machen, dass er hier einmal anhält und dass man dann nochmal neu drauf drücken muss. Ja, du musst einfach da die Leiter kappen. Machst du es gerade? Dann. Okay. Doch, so sollte es gehen. Na, ich teste es mal. Ich gehe gerade mal ganz nach unten. Ja, aber selbst hier der Fallschacht geht eigentlich auch ganz gut. So, einmal Aufzug starten. Man darf halt dann nicht vom Fallschacht direkt sich nach unten fallen lassen, weil sonst wird man Fallschaden abbekommen. Ah, ja. Warte. Ich leg den Knopf noch ein, zwei nach vorne. Man könnte das mit Lianen machen, dann wird es. Komm, wir machen.
Sorry, was ist nicht. Was mit Lilian? Ja, das, mit Lilian kann man so machen, dass man dann hier keinen Fallschaden bekommt. Ach so, ja, schön. Weil die dann halt an den Snap da dran wachsen. Warte, ich will kurz mal was gucken. Warte, geht es jetzt, wenn den. Warte. Also, komm kurz zu mir. Ah, ne, weil ich bin seit oben. Hier, jetzt. Denkst du, man kann den Knopf 1 wieder nach vorne legen? Den hier? Oder der packt das auch um? Das dürfte gehen, oder? Geht, ja. Damit es gleich ist wieder hin, oder was? Wie unten. Ja, und es ist besser, da kann man besser drauf kommen. Ja, okay, verleg du das gerade um, dann geh ich gerade weiter. Oh, es sollte glaub gehen. Warte, ja, mach gerade, dann geh ich gerade mal nach unten und probier es aus. Nee, funktioniert nicht. Was hab ich jetzt verkackt? Auf jeden Fall kommen wir hier in keine Ahnung. Nee, es geht gerade noch nicht. Geht. Ah, Moment, nee. Was? Hä? Achso, guck mal. Nee. Ah. Warte. Ich muss auch erst überlegen, wie es gebaut wurde. Mein Aufzug. So, jetzt funktioniert's. Warte, ich probier's gerade mal von unten aus. Am besten wäre es natürlich, wenn man es irgendwie von unten einstellen könnte, wohin man will, aber das ja. Ist unmöglich. Der ist wirklich unnötig. Hier schön. Lol, Cutter zum Gebot. Gerade habe ich es nicht geschafft. Und deshalb sind da diese Knöpfe in. Ah. Jetzt bin ich ganz nach oben gefahren direkt. Ach, Moment mal. Was hat der jetzt schon wieder gefailt? Also, ich fahre jetzt gerade mal ganz nach oben. Ich glaube, das ist eine andere Leitung wieder hingemacht, oder? Die du nicht hättest hinmachen sollen. Auf jeden Fall haben wir echt schön viel Platz für eine Brücke. Das ist echt gut. Ja, ich würde sagen, wir fixen den Aufzug und dann beenden wir auch die Folge, dass es nicht zu lang wird. Sag mir den fertig, das einfach. Ich baue gerade schon mal den Anfang vom Eingang zur Brücke. Und hast du den Aufzug jetzt fertig? Ja, ich bin schon mal hier bis in die Mitte gekommen. Jetzt. Ja, ich glaube schon, oder die mittleren Knöpfe kommen halt immer noch nicht dran, aber sonst. Ja, gut. Ja, Moment, ich brauche es ja noch irgendwie. Ah, ja, okay. Du hast mich das gerade mitgekriegt. Ja, okay, aber dann macht es dann später fertig. In der zweiten Episode werdet ihr es dann sehen. Ich werde mir dann auch nochmal offscreen gucken, was für eine schöne Tür wir da einbauen werden. Ja, und das war's mit dem Video. Also nächste Woche, Mittwoch, kommt die nächste Episode wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dass ihr auf jeden Fall eurer Meinung nach noch in dieses Vorgehen muss, gerne mit unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hi, es kommt zu dem Let's Build zu PV5 in der 1.10. Ich bin hier mit der Zunker. Ja. Was? Wie, was? Moment mal, hast du gerade irgendwas falsch gestanden? Let's Build zu PV5? Ja.